Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Ausfahren. Nein. Nein. Nein! Warum, Bethesda? Warum? Es gibt so viele Knöpfe, Mann. Auf dem Controller, auf der Tastatur. Es gibt so scheiße viele Knöpfe. Warum muss ein Knopf drei Funktionen bei dir übernehmen? Kannst du mir das mal erklären? Und warum kann ich das nicht abbrechen? Ich will es nicht, Alter. Bethesda. So, wir haben uns ja hier angehört. Auf dem Transcribe haben wir gehört, was hier vorgefallen ist. Die wollten zum Hauptfahrstuhl, aber Hauptfahrstuhl hat gesagt, nee. Weil Alex den Hauptfahrstuhl angeblich abgeschaltet hat. Doch wir wissen es besser. Es war nicht Alex. Es war der Technotrancer im Arboretum. Toll. Er hat zwar die Bombe da platziert, unser ukrainischer Freund. Aber sie hat die Zystiden nicht mitgenommen. Ich finde es irre, wo der schon überall war und für uns Bomben gelegt hat. Aber dass er uns schon seit so langer Zeit nicht mehr angerufen hat, kränkt mich dann doch ein bisschen. Beantrage neuen Operator. Da müssen wir jetzt nicht zugucken, wie der Operator da raus kommt. Transstar Pyramid 490 Medizinoperator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Da geht's zur Lobby. Hinter uns ist der Frachtraum. Gehen wir mal. Da waren wir drin, genau. Das haben wir repariert. Könnten den Fahrstuhl benutzen. Wir könnten aber auch einfach runterfallen. Warum haben wir das getan? Mir war danach. Es macht stellenweise doch mehr Sinn, wenn man die Gelegenheit hat, sich anzuschleichen, als sie zu schocken und sie dann zu Schrotflinten. Für uns zumindest, weil wir krass viel Schaden machen mit Sneaky Peek Attacks. Ein Dreier. Oh, das ist ein Sackgassenraum. Dann nehmen wir den doch mal mit. Lagerschrank, sagt's auch eigentlich. So, ich erinnere mich an diese Gegend, aber gleichzeitig weiß ich davon eigentlich nichts mehr. Ich weiß aber, dass wir hier mehrfach waren oder dass ich damals hier sehr häufig durchgekommen bin. Aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund ist das eine Gegend, in der ich häufig durchgegangen bin. Perfekte Bauteile, gib mir das alles. Das sind nämlich genau die Dinge, die wir brauchen für unsere Ressourcen. Für Neuromods, Leitfaden zu Transstar-Uniformen. Wir brauchen, wie schon hundertfach erwähnt. Das Equipment. So. Wo stehst du denn so, dass du nicht umgebämst wirst von anderen? Ich stell dich mal direkt dahin. Eventuell lohnt es sich, dich zu reparieren. Mit zwei ein, okay. Hier da hinten mindestens einen.
Wo sind wir? Okay, okay, Moment, ich muss das speichern. Das ist jetzt gefährlich. Nicht, dass wir hier was verkacken. Ich dachte, der wäre tot, deswegen habe ich mich so hingechillt. Man hat ja noch viel Schaden an uns gemacht. Das muss nicht sein. Also, ich war für einen kurzen Moment echt erschrocken. Ich dachte, wir sind hier aus Versehen irgendwie in die Shuttle-Docks geautopilotet, weil in den Shuttle-Docks Fluchtkapseln müssen wir massiv aufpassen. Da können wir einige Quests verkacken. Kirk, Tracking-Armband und ein Transcribe von ihm. Helika, hier spricht Kirk Rammer. Wir sind in Fluchtkapsel 8-9. Es kann losgehen, aber die Startsteuerung reagiert nicht. Haben Sie alle Schritte des Startvorgangs exakt befolgt? Ja, es kam sogar ein Warnton, aber die Luke schließt sich nicht. Die Abtrennung ist nicht möglich. Warten Sie. Ich schaue mir die Pläne an. An den Sprengbolzen sollte es einen Sensor geben. Helika, bitte beeilen Sie sich. Ich sehe alle Kabel, aber warten Sie, das kann nicht stimmen. Können Sie uns von dort aus starten? Können Sie wenigstens die verdammte Luke schließen? Nein, ich glaube nicht. Gibt es vielleicht eine Kurbel? Rammer. Rammer, haben Sie verstanden? Eine große Mimik, ja? Okay. Das lohnt sich. Oh oh. Ja, wir haben trotzdem noch den Schleichschaden bekommen. Angela Diaz. Oh, sie war hier mit dem Ding eingeschlossen, Alter. Wo ist denn das neue Teil? Das war doch irgendwas mit Fruchtschild, Furchtschild. Ja, doch das. Verleiht Resistenz gegen Furcht, na, ist mir egal. Ein bisschen Shaky Cam, damit kann ich umgehen. Start initiieren wollen wir nicht. So, der nächste. Könnten wir hier an dieser Stelle die Raumstation verlassen, höre ich euch fragen. Die Antwort darauf lautet, sage ich nicht. Spielt es selbst. Ich habe mich gerade richtig erschrocken, weil ich doch dachte, dass wir unter Umständen die richtige Kapsel gefunden haben, aber Gott sei Dank, nein. Das ist nicht die richtige Kapsel. Emily Carter. Haben Sie Price gesehen? Was? Ist er mal wieder nicht zu seiner Schicht aufgetaucht? Er antwortet nicht über Transcribe. Ich habe Abigail gebeten, in seiner Kabine nachzusehen, bevor sie herkam. Ups. Diesmal wird ihn die Personalabteilung nach Hause schicken. Er hat sich schon auf dünnem Eis bewegt. Ich dachte, ihm ging es besser. Mit Naltrexon und den Besuchen bei Dr. Cole. Ich rufe die Sicherheit und lasse ihn suchen. Hoffentlich geht es ihm gut. So, wir sollen ihn suchen. Ja, das können wir uns mal überlegen, ob wir das wirklich machen wollen. Wird schon wieder langsam knapp mit unserem Platz, Mann. So, okay. Und hier hat es einer fast nicht reingeschafft. Okay. Damit hätten wir diese Shuttles abgeschlossen.
Boah, ich hatte echt Angst, dass das die richtigen sein könnten. Zum Glück waren es die falschen. Boah. Ihr werdet sehen, warum, wenn wir da erstmal sind. Ich bin mir sicher, wir können da jederzeit hin, weil es ist in dem Shuttle-Bereich und wir kommen schon in den Shuttle-Bereich rein. Aber noch nicht. Noch will ich da nicht hin mit euch. Ein bisschen später. Nicht ganz. Nicht jetzt schon. So, da vorne ist ein defekter Operator. Was sagt unsere Reichweite? Reicht. Hier links, also den Raum hier, also diese Gabelung, könnt ihr euch mal merken. Wir kommen an diesen Ort nochmal zurück. Ich weiß nicht warum und ich weiß nicht wann, aber es wird wirklich deutlich anders aussehen. Was ist denn da hinten? Wasseraufbereitungsanlage, ja. Irgendetwas war dort. Sag mal, ist die nicht völlig verseucht mit Phantoms? Nein, es ist ein fucking Technopath. Ist nochmal eine Ecke beschissener. Gut, wir haben nur einmal Sneak Attack. Und die würde ich jetzt einmal kurz mit der Shotgun nutzen und danach ihn einmal Frostschocksen. Ein Timing, um sich umzudrehen, Mann. Und dreh dich um. Okay, wir haben es ja nicht mal geschafft, unseren Kampfrausch zu verbrauchen. Das lief mal richtig gut. Dafür habe ich das geskillt, dass wir schnell nachladen können. Genau für so eine Scheiße. Psychoactive Lader. Okay, ist das der, der Dings wiederherstellt? Du regenerierst Psi langsam mit der Zeit. Das will ich haben. Dafür brauchen wir unter dem 5 Punkte. Für uns persönlich ist das nicht von wichtigster Relevanz, weil wir nicht so viel davon benutzen. Komm, bauen wir uns auch noch was an. Du hast eine Chance, Psykraft? Nö. Dauer der Fähigkeiten von Gedanken. Du erhöhe die Dauer der Fähigkeiten, Maschinenkontrolle und Gedanken. Nee, benutzen wir nicht. Nein. Nein. Erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer, wenn du mit deinem. Nein. Steckt Schatten. Nö. Verringert die benötigte Zeit, um einen Scan. Nee. Dann nimm das. Passivresistenzen. Flache Passivresistenzen sind nie falsch. Auch wenn wir das jetzt wirklich nicht brauchen. So, mal gucken, ob es hier gleich. Hier müssten die Aale drin sein, glaube ich. Suche nach dem psychoaktiven Partikel. Wa? Okay, also hier geht's. Ich glaube, es gibt eine Quest dazu. Um das zu machen, was wir jetzt hier machen könnten. Zum Reinigen des Wassers, weil die Überlebenden auf der Station. Lappen. Wir müssen mal so dringend durch die ganzen Aale an, ey. Küchenchef Mitchell erwartet diese Dinger rechtzeitig, sonst wird es das ganze Wochenmenü durcheinander. Die Hälfte ganz, die andere Hälfte geschlachtet für Sülze.
Ja, das ist hier zwar die Hauptnahrungsquelle, aber irgendetwas war mit den Aalen noch. Irgendwas. Ich weiß, dass sie das hier essen, wie blöd. Ich glaube, man kriegt diesen Kanister sogar auf. Da ist, glaube ich, jemand drin. Bin mir aber gerade nicht sicher. Was? Noch einer? Ich sagte ja, dass es hier drin wimmelt, aber... Echt? Noch einer? Fucking hell. Oh, Gott sei Dank. Wegen dir bin ich doch erst überhaupt hier reingegangen. Auf die Knöpfe drücken wir gleich. Ich noch. Hier noch. Da, da, da. Können wir draufdrücken? Machen wir gleich mal. Ich speichere mal vorher. Fordern Sie Zugang von Price Broadway. Okay. Wo ist denn dieses Ding, das hier herumlatscht? Ich meine, das ist eine ziemliche Puzzle-Sprungpassagen-Angelegenheit, die hier uns bevorsteht. Fette Beute, ey. Oh, gefährlich. Wie auch immer morgen das Ding durch die Glühmasse repariert, ich weiß es nicht. Ihm ist es scheinbar nicht gelungen. Also nochmal. Weg mit der Glühknifte. Das verbraucht zu viel Platz im Inventar, den wir gerade nicht haben. Gib mir mal mein Lieblingsspielzeug. Und wir gehen jetzt erstmal nach oben, bevor wir uns hier unten weiter umschauen, weil wir hier unten nochmal runter müssen. Und suchen mal diesen Krachmacher. Ich glaube aber, dass der im Büro ist. Weil hier ist zwar ein Büro, aber über uns ist auch noch eine Büroebene. Sofern ich das jetzt nicht durcheinander bringe mit wieder was anderem. Scheiße, ich bin aus Versehen aufgestanden. Mein Fehler. Aber es hat gereicht. Ja, hier hat sich einer volllaufen lassen. Im Schutzraum, glaube ich. Meine ich. Werden wir gleich erfahren. Schlagverstärker. Schläge mit der Rohrzange werfen Gegner deutlich häufiger zurück. Ist ganz nett für Mimics, aber ich glaube, ich brauche das jetzt nicht. Okay, gucken wir uns hier mal um. Was uns denn hier erwartet? Aalbeckensteuerung entsperren. Das ist schon mal gut. Price von Emily. Ich stand immer hinter dir, aber jetzt gehst du zu weit. Du musst dich zusammenreißen. Es fällt den Leuten schon auf. Price, Leuten, die höher in der Nahrungskette stehen, hör auf, Dr. Kohl aus dem Weg zu gehen und sprich einfach mit ihm. Ich glaube fest daran, dass du das schaffen kannst. Lass mich dir helfen. Alkohol im Dienst. Hallo Price. Von Matthias Kohl. Michaela Ilushin ist im CC. Ich habe erfahren, dass sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellen. Ich kann den Ernst der Lage gar nicht genug betonen, wenn sie ihren Dienst auf dieser Station unter Einfluss von Alkohol ausführen. Ich habe ihnen ein Rezept ausgestellt. Nehmen Sie die Medikamente, verzichten Sie auf Alkohol und bleiben Sie im Besatzungsquartier, bis wir uns treffen können. Sie sind vorläufig von Dienst suspendiert, mit Chiefs Elishins Zustimmung. Und Price, seine Leiche ist wo? Haben wir die schon gefunden? Oder war er dieses Phantom? Vielleicht lag der auch unten. Gucken wir gleich mal. Was haben wir hier? Zu schnell, zu weit. Okay. Eine ungelesene E-Mail. Von Luther an Abigail. Hallo Abby, bitte achte darauf, dass dein Team extrem sorgfältig mit den Fangmaschine umgeht. Wir haben letztens eine leere Flasche Old... auf jeden Fall Bourbon in einer Ladung Aale entdeckt. Ich nehme an, dass sie von jemandem aus unserer Abteilung ins Becken geworfen wurde. Niemand will in seiner
Unagi-Rolle auf Glas beißen. Oder auf irgendetwas anderes. Stimmt. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo Price ist. Ich meine so... Man kann einen Sprungparcours dahinlegen. Du solltest eigentlich die Knifte switchen. Was zur Hölle? Na gut. Explodier woanders, Alter. Nicht in meinem Gesicht. Ist dieses Spiel nicht genial? Ich meine, es gibt einen anderen, es gibt einen richtigen Weg hierhin, aber du kannst auch einfach die Scheibe einschließen und ein bisschen mit der Glue-Knifte dir eine Brücke bauen. Ich find's irre, also sorry, vielleicht bin ich auch zu leicht zu beeindrucken, aber ich feier sowas. Genau. Sie essen die Aale, aber sie benutzen sie auch, das sind irgendwelche genmodifizierten Viecher, um Wasser zu destillieren auf der Station. Weil sie ja hier sich kein neues Wasser aus dem Arsch ziehen können. Alles, was hier in den Toiletten runtergespült wird, alles, was irgendwie zum Duschen verwendet wird, wird alles aufgefangen und einmal durch die Aalsuppe gezogen, die dann man nachher wieder essen kann. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich hier soll. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber jetzt sind wir hier, also gehen wir da auch rein. Moment, wo zur Hölle sind wir gerade? Ah ja, genau. Also, falls ihr Schwierigkeiten habt, ich speichere jetzt. Tada! Das ist dieser Gang, ne? Gut. Hab ich euch abgeholt, also machen wir weiter. Ja, was? Ja, wie? Ja, wo? Echt? Das ist alles? Komisch. Unbefriedigend. Moment. Da war noch was mit diesen Schläuchen. Frage ist, ob wir das jetzt finden, was auch immer mit diesen Schläuchen war. Max. Und ein Luftgemisch, Regulator, Fabrikatorplan. Mega wichtig. Ist ein Questgegenstand. Er hat sich also da oben verschanzt, ja? Kann man machen. Kann ich ihm auch nicht übel nehmen. Wir gehen jetzt einen der Wassertanks öffnen. Zack, und Licht aus, das blendet ja. Lasst mich aber mal... Hier hätten wir hingesolzt. Ich weiß, dass ich in dieses Büro nicht durchs Fenster gestiegen bin beim letzten Mal. Flow Inject Overdrive. Muss das da rein? Irgendwie ist mir so. Warum machen wir das? Wir haben die Quest gar nicht. Und es ist für mich zu lange her, um mich daran zu erinnern, wofür diese Quest gut war. Aber wir machen das jetzt einfach. Wir sortieren hier erstmal alles rein. Mixern das durch. Wir können ja hier eh nicht produzieren. Ne? Das können wir erst woanders. Aber wir bauen dieses Bauteil, sobald wir es können. Na komm, mach auf die Suppe. Vollgetankt, Ziel abgeschlossen. Welches da wäre? Wissen wir ja nicht. Hier ist Price. Und ein Notiz.
von Abigail ausgedruckt. Price, alle sind sehr gute Abfallverwerter, aber manche können nicht mal sie fressen. Daher müssen wir jeden Monat das Becken säubern. Lassen Sie erst das Fangprogramm laufen, um alle ausgewachsenen Aale herauszuholen. Das Programm finden Sie am Beckenterminal. Wenn das erledigt ist, können Sie ins Becken. Ich würde Ihnen empfehlen, das Abwasserventil zu schließen, wenn Sie nicht gerade in der Toilettenspülung Ihrer Kollegen durchduschen wollen. Okay. Und passen Sie bitte auf, wo Sie hintreten. Alle sind quasi blind, aber Sie haben fiese Zähne. Und in dem Wasser wollen Sie wirklich keine Wunde kriegen, glauben Sie mir. Price hatte einen ganz schön beschissenen Job, Mann. Okay. Ich wollte mich hier nur kurz umschauen, aber es sieht nicht danach aus, als hätten wir irgendetwas an Questgegenstandstechnisches Neues bekommen. Weshalb wir jetzt erstmal... Es sei denn, wir gehen zweimal scharf rechts. Moment. Tatsächlich, ja. Dann lass uns das kurz... Dann schließen wir das hier einmal ab, indem wir jetzt zweimal rechts gehen und dieses Bauteil bauen, was wir da gekriegt haben. Kanonis passen noch auf, das ist gut. Das brauchen wir, glaube ich, an einer anderen Stelle, nicht hier. Beziehungsweise irgendwann brauchen wir es wieder hier. Wir können es aber auch nicht ins Inventar. Okay, dann ist es ein anderes Gerät. Ich dachte, das ist eins, das wir nur so tragen können, aber jetzt haben wir die Scheiße an der Backe. Okay, gehen wir hier weiter. Ja, es gab mal, irgendwas war mit den Wasserwerken. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir dahin wieder zurückkommen. Dass wir dort noch etwas zu erledigen hatten. Irgendetwas irgendwo reinstopfen, an irgendeinem Hebel ziehen, drehen, Knöpfe drücken. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Wir gehen jetzt weiter zum Reaktorkontrollraum. Ich weiß, Sie waren nicht oft am Reaktor. Haben sich immer in ihre Werkstatt zurückgezogen. Aber ich kann sie über ihr Armband verfolgen und von hier aus führen. Guck mal, wer da draußen sitzt. Na, Keule. Scan abgeschlossen. Ich wette, du wärst so gern hier Neue drin. Psi-Fähigkeit verfügbar. Aber es würde dir wirklich nicht gut tun, mir zu begegnen. Schon so viele von deinen Leuten kaputt gemacht, Mann. Du hast keine Vorstellung, wie ich mit euch umgehe. Ich habe ein bisschen Angst, dass Michaela uns nicht losschickt, Medizin zu holen. Das war ziemlich smooth. Einmal berührt, nochmal berührt, zweimal berührt. Das ist echt eine easy Map, Mann. Kannst ja mit Vollkaracho durchballern. Bereichskarte herunterladen. Ja, hätte ich gerne. Was ist das? Technikstolz. Zugang gewähren zu was? Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, sich in der Sicherheit... Achso, dazu... Keine ungelesenen E-Mails. Okay. Ja, große Mimics hin oder her. Ich weiß, wir sehen sie nicht mit unserem Scopter, aber irgendwie bin ich überhaupt nicht besorgt. Vielleicht sollte ich sein, ich bin's aber nicht. Ich guck mich lieber in den Mülltonnen um. Vom Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Fertig. Wie findet man eine Mimik, die nicht gefunden werden will? Geh weg. Wir gehen zurück. Und nehmen uns sowas hier. Es darf auch gerne kleiner sein, eine Tasse. Operator Einsatz fortsetzen. Ah.
Dein Ernst? Obwohl ich sie getroffen habe? Na gut. Oh nein, nicht dieses Zimmer. Oh, da werden Erinnerungen wahr. Aber hier, das kommt mir bekannt vor. Sie haben mich gesucht? Ja, was ist mit Michaelas Büro? Ich habe einen Vorfall gemeldet. Der ist bestimmt spannend, aber ich habe keine Zeit. Ich muss eine Mannschaft auf die andere Seite dieses Bruchs bringen. Also, wo liegt das Problem? Das Problem ist, da drin ist es dunkler als in meinem Arsch. Der Erdungswiderstand ist defekt. Wechseln Sie ihn aus, dann gibt es Licht. Ist das alles? Hey, Sie klingen nervös. Was ist los? Ich wollte den Widerstand gestern wechseln. Und? Er ist zu einer Art Pampe geschmolzen. Roch total ekelhaft. Mist, Lan. Das steht nicht in dem Bericht, oder? Ich brauche ein bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso vorbei. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück. Hatte er nicht. Er ist in die Mimik reingeluft. Erdungswiderstand defekt. Dann wollen wir den mal reparieren. Das ist teuer, aber wir machen es. Und setzen ihn da ein. Und dann können wir Licht anmachen. Können nicht rein, weil es ist breached. Aber zumindest gibt es Licht. Mann, hat das mich erschreckt, ey. Kannst du nicht leiser die Blumen gießen? Meine Fresse. Puff. Okay, so, dieses Zimmer. Dieses Zimmer ist die reinste Hölle. Guck mal, wir sind fast tot. Kriegen wir das, ohne dass wir können natürlich durchlaufen. Das muss doch auch eleganter gehen. Überall Gitter. Seht ihr irgendwelche Schalter? Ich nicht. Ich sehe gerade gar nichts. Ja, was ist das denn? Warum liegt das hier so komisch? Das hat eine Bedeutung. Scheiße. Wir müssen, glaube ich, an den Typen da hinten ran. Uns hat es zwar noch keiner gesagt, aber ich meine, dass wir es trotzdem müssen. Steht unter Strom. So. Jetzt zu dir. Wonderbra. Das ist aber, damit ist das Stromproblem hier noch nie, lange nicht behoben. Hier ist echt viel am Kochen. Frage. Manny, seien Sie ehrlich mit mir. Ich habe gesehen, wie Sie mir in den Transtar-Uniformen auf den Hintern geschielt haben. Wenn Sie ein Date mit mir haben wollen... Nein, das ist es nicht. Das ist ernst. Ernst und hypothetisch? Verdammt, ich bin ganz Ohr. Angenommen, Sie würden was entdecken. Was unglaublich Hinterhältiges, Lebensbedrohliches. Ups. Etwas, das alle wissen sollten. Ich weiß nicht, eine E-Mail schicken, die Sicherheitsleute rufen. Aber es muss anonym sein. Scheiße, Manny. Was haben Sie getan? Ich habe nichts getan. Noch nicht. Okay. Rein hypothetisch würde ich meinen nackten Arsch raus auf diese schwebende Werbetafel projizieren und ihn wie eine Neonreklame leuchten lassen. Keine schlechte Idee. Danke, Matthew. Und nur fürs Protokoll. Ihr Hintern hängt. Ist doch egal. Okay, die Technik der Auszug aus dem Nachrichtenthema. An dieser Stelle greift eine Metapher. Normalerweise besteht das Ziel der Regelungszählerin, die Ausgabe eines Systems zu kontrollieren und mit der gewünschten Ausgabe den
zu vergleichen, die Differenz zwischen... lassen wir es. So. Fluchtkapseln. Hallo Emanuel. Die E-Mail war ein Versehen. Ignorieren Sie sie einfach. Was ich darin geschrieben habe, ist auch nur ein Scherz. Ich wollte jemanden einen Streich spielen. Okay. Emanuel, ich darf zwar eigentlich mit niemandem darüber reden, aber da ich sie sehr gern mag, wollte ich, dass sie Bescheid wissen. Die Fluchtkapseln funktionieren nicht. Wenn es auf der Station je zu einem Notfall kommt, dann versuchen Sie nicht, sie zu benutzen. Ich arbeite allerdings gerade daran, eine zum Laufen zu bringen. Erzählen Sie das niemandem weiter. Okay. Danke. Von Emanuel an Matthew. Scheiße, Corneli. Ich glaube, Duncan ist dieses Mal echt angepisst. Mussten sie ihn so erniedrigen? Sein Operator war so gut wie fertig. Wenn er damit zu Brooks rennt, sind wir alle fällig. Können sie nicht einfach küssen und gut ist? Was? Igitt, Krasikov, also bitte, Manny. Sie wissen doch, dass ich nur Augen für sie habe. Außerdem keine Chance, dass Krasikov Kampfops verteilt. Er hat uns doch geholfen, das aufzuziehen. Es würde ihm genau wie uns an den Kragen gehen. Außerdem glaube ich eh, dass er mehr der Typ für kleinliche Racheaktionen ist. Geben Sie ihm eine Woche. Ich wette, er kommt darüber hinweg. Dann geh doch. Kaputt. So. Dankeschön. Schwachsinniger Poltergeist. So, hier sind noch ein paar. Hier müssen wir ein bisschen laufen. Wo ist dieser Spacken jetzt? Müssen wir den nochmal schocken? Scan meine ich, nicht schocken. Ja. Scan abgeschlossen. Danke. Tschüss. Weitere Proben benötigt. So, wie ihr seht, man kann sich hier einen echt abkrampfen und versuchen, den Hüpfparcours zu überstehen. Man kann aber auch einfach aus Glue eine Brücke nach vorne bauen. Es ist mit Absicht so gemacht. Es ist sowohl lächerlich einfach als auch völlig bescheuert. Aber hey, so ist das Spiel. Transcribe Duncan Krasnikov. Duncan, der Zugangscode zum Ersatzteillager wurde geändert. Es gab einen Kurzschluss und die Sicherheit hat ihn zurückgesetzt. Oh, klar, danke. Hey, vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber... Was? Spucken Sie es aus. Es gab halt ein kleines Leck und, ich habe Connelly gesagt, wir sollten auf neue Teile warten, aber... Duncan, Ihr kleiner Wettbewerb mit Connelly ist mir scheißegal. Gehen Sie damit zu Brooks. Der Code befindet sich in dieser Nachricht. Ich weiß auch gar nicht, was hier genau das Problem ist, was hier vorgefallen ist in diesem Zimmer, dass hier alles unter Strom steht. Aber was ist das? Meisterschaft. Nee. Teifenköder, Fabrikationsplan und Optimizer verwandeln. Ich glaube, das bringt uns jetzt nichts, weil wir das auch nicht benutzen. Verringert die anfänglichen Psykosten von Verwandlungskräften. Nee, danke. Warum ist hier alles vollgeglut? Jemand wollte da hoch. Schauen wir uns gleich an. Scheiß drauf, ich hatte auf 75% bestanden, wenn ich gewusst hätte, dass du ihm so bescheuerte Namen gibst. Okay. Okay, drei Sachen. Wir hätten 35% ausgemacht, aber du weißt ganz genau. Connelly. Deine Kiste mit dem Operator-Teilen steht bereit. Ich habe alles, was ich nur zusammenkratzen konnte, reingetan. Sie steht an der üblichen Stelle. Denk an unsere Abmachung. Ich bekomme 40% von dem Geld, das dein Operator einbringt. Hast du ihm ernsthaft Softshell genannt? Franklin. PS, ich habe auch diese Glue-Kanone dazu getan, nach der du gestern gefragt hast. Du bist unser inoffizielles Versuchskaninchen. Lass mich also wissen, wie sie funktioniert. Was zur Hölle machen die da eigentlich? Hallo Matti, Eroberer der Kuppel 3, Pilgerreise der Autokratie der Erhabenen.
kann mit meiner letzten Sendung. Sag Bescheid, wenn du es herunterladen möchtest. Die Höhlen werden prozedural generiert und man kann es nun sogar zu mehreren spielen. Ich weiß, du willst es auch. Der zerschießt es dir doch nur das Transcribe, wenn du schon wieder diesen Short spielst. Nee. Ich habe Probleme mit meinem Transcribe. Ich glaube, es runtergefallen oder so. Ich weiß, du bist dicke mit den Leuten aus der Technik. Könntest du mir helfen, das Ding zu reparieren? Würde damit nur ungern zu Danielle gehen. Okay. Keine Antwort heißt ja. Hallo Matti, wie punktgenau lässt du den Schwerkraft erzeugen? Bestünde vielleicht eventuell die Chance, dass mein Quartier heute mal ohne auskäme, sagen wir von... Okay. Aber sowas von nein. Warum will er die Schwerkraft abgeschaltet haben? Ich weiß es nicht. Viele der Informationen habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Muss man sich ja selber zusammenpflücken. Und die kriegt man nicht serviert. Stört mich das? Nein, überhaupt nicht. Ich habe einige Male äußerst spannende Dinge entdeckt auf diese Weise, die hätte man sie mir vorgekaut, ich äußerst langweilig gefunden hätte. Warum stehe ich hier? Ich bin auf der Suche nach irgendwie einer Möglichkeit, diesen Strom abzustellen, aber ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich habe das beim letzten Mal auch schon nicht geschafft. Oh, da ist Loot. Oh, oh. Oh, 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 hier hätten wir nicht hingehen dürfen. Lasst uns... Ich habe da unten was in der Ecke entdeckt. Das schauen wir uns noch an. Shit. Oh, ich darf da auch nicht stehen. Nicht gut. Okay, dann baue ich mir was. Ich glaube, ich habe den Stromschalter gefunden. Den betätigen wir jetzt noch kurz. Es ist kein Stromschalter, aber es ist auf jeden Fall irgendetwas Passwortgesichertes. Und da kommen wir schnell ran. Upsa. Naja, vielleicht mit einem kleinen Umweg. Shit, nur E-Mails. Gut, Freunde, die lesen wir dann in der nächsten Episode. Ich hatte tatsächlich irgendwie die Hoffnung, wir könnten hier den Strom abstellen. Das wäre zumindest für mich etwas Neues gewesen. Solltet ihr das Spiel gespielt haben und ihr wisst, wie das hier geht, lasst mich das gerne wissen, weil ich habe nie eine Möglichkeit gefunden, wie man hier mal etwas Ruhe in dieses Zimmer reinbringt, in diesen Raum. Soweit aber, meine Freunde, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir kommen Michaela Ilushin immer weiter, immer näher, meine ich. Vielen Dank fürs Zusehen, macht es gut alle zusammen, bis zum nächsten Mal.